Einen wunderschönen sonnigen guten Morgen zu Tag 3. Wetter wieder Bombe. Morgen soll es anfangen mit Regnen, aber heute erstmal noch strahlend blauer Himmel und nur wenige weiße Flecken. Gestartet bin ich 20 nach 8 und es stehen 130 Kilometer, etwas mehr auf dem Plan heute. Allerdings mit über 2000 Höhenmetern, also schon ordentlich für meine Verhältnisse. Aber ich bin ja mit entspannten 100% Akku gestartet, dank der Übernachtladung. Und habe auch eine ziemlich verlässliche Lademöglichkeit in Marienbad gefunden. Übrigens, Ziel heute ist nordöstlich von Marienbad. Allerdings von Marienbad dann erstmal noch ein ordentlicher Schlenker, sodass da schon noch einige Kilometer dann zu fahren sind. Diese Lademöglichkeit liegt so in etwa bei 85 Kilometern. Das heißt, es dürfte so früher Nachmittag werden. Könnte ganz gut zusammenpassen mit irgendwie Essen gehen oder ein Eis. Bietet sich bei der Witterung, bei den Temperaturen allemal an. Ich bin beim ersten Steinkreis oder eher bei der ersten Steinformation angekommen. Aus der Luft betrachtet, habe ich jetzt gerade auf der Drohne gesehen, ist das hier eher ein S. Und ja, das installiert wurde das in den frühen 2000er Jahren und hat irgendwas Metaphysisches. So steht das hier glücklicherweise auch auf Englisch auf dem Schild. Es geht hier um die Kommunikation mit der Erde. Ältere Kulturen hätten mit der Erde über Rituale kommuniziert, also mit Gaia, mit der Schöpfungskraft. Heutzutage würde die Kunst das übernehmen, was Rituale damals waren. Ein jeder dieser Steine hier ist mit einem Piktogramm, einem Kunstwerk versehen. Und hier ist das alles erklärt, was die einzelnen Kunstwerke bedeuten, beziehungsweise was die heißen. Da steht was mit die Vorfahren der Pflanzen. The seed of the new world is open, energy flow of the healing plants. Ja, also eine Kunstinstallation, allerdings auch mit UNESCO-Verbindung, also der verantwortliche Künstler Marco Pogacnik, UNESCO Artist for Peace, trägt wohl hier die Verantwortung. Ja, also generell mag ich das so ein bisschen, so diese Metaphysik. Aber ist natürlich die Frage, ob man dran glaubt, an sowas oder nicht. Ne? Ganz hübsch, liegt direkt hier an der Straße und gegenüber auf der anderen Straßenseite, ich halte jetzt mal drauf, ihr habt es ja auch auf der Drohne schon gesehen, ist noch eine Steininstallation. Da gehe ich jetzt gleich mal rüber. Okay, jetzt bin ich vollends überzeugt, in einer Episode von Astro TV gelandet zu sein. Bei diesem zweiten Steinkreis hier, der jetzt wirklich ein Kreis ist, ist ein Erklärschild, was allerdings nur auf Tschechisch ist, habe es übersetzt mit Google Translate. Der wurde ja tatsächlich Anfang der 2000er Jahre von Druiden, von tschechischen Druiden aufgestellt und steht in der Verbindung mit dem anderen Ding da drüben. Gleicher Künstler und, oh Gott, berühmter irgendwas, irgendwelche metaphysischen Bezeichnungen. Und hier habt ihr eine Landkarte. Offensichtlich wollten die Druiden richtig auf Nummer sicher gehen und haben nicht nur Steinkreise errichtet, sondern auch einen Steinkreis aus Steinkreisen. Ja, also hier geht es um eine Wiederherstellung hier dieser Landschaft, die, so wie es hier übersetzt ist, war vertrocknet und sollte die Harmonie wiederherstellen und Wasser bringen. Und ich höre lieber auf, mich drüber lustig zu machen, wer dran glauben möchte, völlig in Ordnung. Astro TV ist für mich immer nur eine gute Vorlage für Kalkofe und drüber zu lachen. Aber wer dran glaubt und sich auch so ein Einhorn-Set bestellen will, bitte gerne. Thank you.
Ich bin in Manetin angekommen beim hiesigen Barockschloss. Das hat aber scheinbar geschlossen. Eingang ist zu. Bei Google steht auch, dass das erst am Samstag wieder aufmacht. Das Einzige, was offen hat, ist dort das Schlossrestaurant. Und ich wollte eigentlich ganz gern mal in den Hof, weil der relativ weitläufig und halt hübsch sein soll. Ja, was ich nicht zu Fuß erreichen kann, das geht eben aus der Vogelperspektive. Thronverbot ist hier meines Wissens nicht. Ich bleibe ohnehin hier über dem Platz, sodass ich niemanden so weit stören sollte. Dieses Schloss Manetin ist ein Barockschloss und laut deren Webseite war das die Residenz der Adelsfamilie Lajenski. Auf der Webseite heißt es noch, dass diese ganze Stadt hier Manetin bekannt sei als die barocke Perle Westböhmens. Und ja, ich habe es ja auch gefilmt, vielleicht landet es auch im Video. Die Straßen sind hier gesäumt von so heiligen Figuren, Statuen und die stammen wohl aus dem 18. Jahrhundert. Ja, also insgesamt nettes kleines Städtchen mit mittelalterlichem Hauch. Aber da das hier geschlossen ist, ja, fahre ich jetzt einfach weiter. Kilometer 68, kurz nach zwei. Ich bin in Tepla im hiesigen Kloster bzw. Stift angekommen. Ich halte euch mal ein Müh höher und drehe die Kamera mal. Dann seht ihr mal hier den Gebäudekomplex dieses Klosters, dieser Klosteranlage. Am Eingang steht ein Infoschild, jede Menge tschechischer Text und dann drei Zeilen Deutsch. Das stammt wohl, also viele Gebäude stammen aus dem 13., dann wurde aber auch angebaut. Also über die Jahrhunderte bis ins 18. Jahrhundert hinein wurde hier angebaut. Und das hat halt eine überregionale Bedeutung dadurch erlangt, dieses Kloster. Ja, dann sind es noch ungefähr 20 bis Marienbad, bis zu der dortigen Ladesäule. Die Ladesäule gehört da zu einem Fahrradgeschäft, was bis um 5 auf hat. Das passt ja voll, also es ist jetzt 14 Uhr, dann vielleicht noch ein bisschen mehr als eine Stunde bis dahin und dann alles gut.
nach Marienbad. So, ich rolle hier gerade von dem Fahrradgeschäft in Marienbad raus, wo man kostenfrei nachladen kann innerhalb der Öffnungszeiten. Die haben da eine spezielle Ladesäule im Hof, sag ich mal. Aber mir wurde das Fahrrad direkt aus der Hand genommen und in die trockene Garage reingebracht. Dort haben die jede Menge Ladegeräte von den verschiedenen Herstellern. Und ja, ich denke, ich habe so um die 20 Prozentpunkte jetzt nachgeladen. Währenddessen war ich in ungefähr 700, 800 Meter Entfernung vietnamesisch essen, sehr lecker und übel günstig. Vorspeise, was zu trinken und eine Hauptspeise 12 Euro und dann, da ist sogar schon Trinkgeld drin. Ja, also das war ein richtig guter Stopp hier in Marienbad. Und obendrein, ihr werdet es ja nachher bestimmt sehen oder im Hintergrund hört ihr es, es hat in genau dieser Zeit, wo ich essen war, okay, ich musste noch 10 Minuten länger dort bleiben, hat es übelst geregnet, gewittert, es hat richtig gedonnert. Jetzt ist es durch. Hab's natürlich auf dem Regenradar verfolgt. Da sollte jetzt eigentlich nichts mehr kommen. Und da muss ich sagen, geile Sache. So, jetzt muss ich mich beeilen, fängt gerade wieder an, etwas zu regnen, aber das dürfte nur ein ganz kleines Feld sein. Letztes Highlight bei Kilometer 97, wird schon wieder schwächer. Schloss Königswart von Fürst Metternich, das war eines seiner Lustschlösser. Wie ihr seht, total ausgestorben heute, also offensichtlich entweder Schließtag oder gar nicht mehr bewirtschaftet, man weiß es nicht. Wahrscheinlich Schließtag, denn hier vorne, vielleicht habe ich es ja im Video gelassen, gibt es ein sogar auf Deutsch dran geschrieben, direkt an die Fassade, Schlossrestaurant Metternich. Golf ist hier ein großes Thema, also ich schätze mal, die versuchen hier zahlungskräftiges deutsches Klientel anzuziehen, ist ja auch nicht weit weg von der Grenze. Okay, ich mache jetzt hier noch ein Erinnerungsfoto, dann geht es zurück auf die Strecke, das ist hier vielleicht 200 Meter, waren das Abweichung, aber man kann hier bis vor die Tür fahren. Völlig ungehindert. Okay, geht also gleich weiter. Thank you.
Junge, Junge. Kilometer dürften es jetzt sein und nach wieder einer enormen Abfahrt die letzten Highlights des Tages, das hatte ich vorhin schon erwähnt, Burg und Schloss Petschau, also links das ist die Burg und rechts das Rosane dürfte dann wohl das Schloss sein, beides schon geschlossen, ist jetzt gegen um 7. In der Burg soll laut Google Maps eine Reliquie sein vom heiligen was auch immer, blende ich jetzt ein. Laut Fotos auf Google ist das eine reich verzierte Truhe. Habe mich jetzt nicht dazu belesen, sah schon interessant aus. Also wäre es geöffnet, hätte ich mich vielleicht irgendwie da hochbegeben und hätte mir es angeschaut. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Übrigens, vorhin das Schloss Königswart hatte heute auch geöffnet, allerdings bis um 4 und ich war 5:30 da. So viel dazu. Ja, also wie gesagt, 120, das heißt noch in etwa 10 Kilometer. Akku ist auch noch bei um die 20%. Also alles noch im Lot, auch wenn es jetzt ganz zum Schluss noch mal ordentlich nach oben geht. Ich hoffe, ein kurzer Regenschauer. Ich stehe hier unter einer großen Kastanie, die schützt mich ganz gut. Ich habe gleich die letzte Steigung geschafft. Der Akku ist auch bald hinüber. Also die Strecke macht es jetzt hier echt noch spannend auf den letzten 5 extra Kilometern heute. Geht es nochmal hoch. Ich habe nur noch 4%. Selbst der Eco-Modus zeigt nur noch 0 Kilometer Reichweite an. Kurz nach 7:30 bin ich hier in meiner Unterkunft in einem Städtchen,
dessen Name ich mir nicht gemerkt habe, blende ich jetzt ein, angekommen. Ich komme erstmal richtig an und melde mich später nochmal. Ich habe mir erlaubt, in diese riesige Wohnung hier mein Fahrrad hinter mir mit reinzunehmen, damit ich das bequem laden kann. Schmutzig sind zumindest die Reifen nicht mehr, all dieweil die Straße, die ja auch direkt vor dem Gebäude langläuft. Ich habe es wahrscheinlich ja im Video gelassen, die war so ein kleiner Bach, also zumindest eine Reifenwäsche war das quasi. Okay, also ich komme erstmal an und melde mich gleich nochmal. Wenn doch nur jeder Tag so laufen könnte, also das war echt mal ein im Grunde reibungsloser Tag, eine reibungslose Etappe. Es sind geworden 131 Kilometer und sage und schreibe 2293 Höhenmeter laut Garmin-Aufzeichnung. Das waren Höhen dabei, unfassbar und schier endlos teilweise. Zweistellig, 19% hatte ich ja, glaube ich, auch mal ins Video reingerufen, was der Garmin zumindest angezeigt hatte. Also hier in der Gegend Höhenmeter einzusammeln, ist wirklich nicht schwer. Ich hatte es gestern ja schon erwähnt, die Landschaft ist wirklich wunderschön. Ich hatte es versucht, heute auch wieder mit der Kamera einzufangen. Wenn man natürlich diese 2000 Höhenmeter dann überwunden hat, dann ist man irgendwo oben und kann dann über weite Bergketten, Hügelketten, sanfte Hügel, Wälder schauen. Und das ist wirklich klasse, gerade bei dem Wetter. Am Ende jetzt, ich hatte es glaube ich schon erwähnt, ich bin hier mit 4% reingerollt. Also da kam dann schon nochmal so eine kleine Rampe. Glücklicherweise jetzt diese größere Straße, die hier auch auf dem, vor dem Haus entlangläuft, die war dann tatsächlich eine schöne Abfahrt. In dem Sinne, dass sie nach unten ging. Nicht so schön war, dass die ganze Straße sehr nass war und gerade dort, wo man als Fahrradfahrer rechts fahren muss, war im Grunde so ein kleiner Bachlauf entstanden. Und ich hatte heute wieder nur diese VD-Huel, also diese ganz luftigen und damit auch völlig wasserdurchlässigen Schuhe an. Die haben jetzt ein bisschen was abbekommen. Ich hoffe, das trocknet bis morgen. Ansonsten wird das morgen der Fahrtwind erledigen. Ich will es mal jetzt nicht noch weiter ausbreiten, denn ich bin müde. Ich möchte gerne ins Bett gehen. Ich möchte morgen nämlich auch früher starten als heute. Wird mir nicht schwer fallen, weil heute war ich ein bisschen eingeschränkt durch die Frühstückszeiten des Hotels. Das ist hier nicht gegeben. Hier bin ich völlig Selbstversorger. Um 12 treffe ich mich morgen mit meinen Eltern in Cheb, oder ich glaube, man sagt richtigerweise Cheb. Auf Deutsch heißt die Stadt Eger. Das ist, glaube ich, so die größte Stadt im Nordwesten, in diesem Grenzbereich. Was ist das von Norden? Ist Adorf in Sachsen, glaube ich. Und im Westen ist dann Schörnding. Dann haben wir noch Aschselb, den Grenzübergang. Also so diese nordwestliche Ecke der Tschechei. Ja, und damit ich da relativ sicher um 12 ankomme, möchte ich eigentlich so zwischen 7 und 8 starten. Der erste halbe Tag morgen ist relativ flach. Es geht an einem Fluss entlang, welcher genau, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ja die Eger würde sich anbieten, aber ich weiß es wirklich nicht genau. Deswegen, ich mache jetzt hier Schluss für heute. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Sollte mir noch irgendwas einfallen zum heutigen Tage, dann werdet ihr das mit Sicherheit morgen von mir hören. Also nochmal, gute Nacht, wir sehen uns morgen. Etwas steile Treppe hier. Oh, dieses Ding ist aber auch so super schwer. Alter. Und. Oh. Vielen Dank. Guten Morgen. Oh, Tag heute ist nicht ganz so super sonnig. Deswegen auch gleich lange Hose. Ein bisschen mehr als 10 Grad jetzt. Aber das reicht ja allemal. So, 100%. Auf geht's Richtung Cheb.
Am Fuße der Burg Locket geht es natürlich hier über die Eger. Bis hierhin war es eine echt schöne Abfahrt. Gehört eigentlich nicht zur Strecke, aber ich bin mal fix nach Locket hochgefahren ins Zentrum. Die Burg, die ihr von unten schon gesehen habt, die versteckt sich da hinten. Da gehe ich aber jetzt nicht nochmal hoch. Ich wollte hier nur dieses mittelalterliche Zentrum mal gesehen haben. Also wie gesagt, gehört eigentlich nicht zur Strecke, ist auch ein ordentlicher Anstieg, hat mich 2 Prozentpunkte gekostet. Aber hat sich gelohnt. Aus der Ferne habe ich hier dieses Hotel zum Weißen Ross gesehen. Ist ja schon mal ungewöhnlich, dass das deutsch beschriftet ist. Und da sind 2 Plaketten angebracht. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Jetzt relativ mittig. Die eine erinnert an Goethe, der hier Anfang des 19. Jahrhunderts, 1807, 1808, 1810, 11 und so weiter und so fort, wohl hier war. Also schon mal die eine historische Bedeutung. Und rechts neben dem Eingang erinnert ein Schild an den 8. Mai 1945, da hat ein General Osterkamp der deutschen Armee den Final Surrender Act unterzeichnet. Das heißt, er hat die Kapitulation unterzeichnet. Ich schätze mal, dass dieser Osterkamp, wo der Befehlshaber hier in der Tschechei war oder Sudetenland, wie auch immer, ganz so genau kenne ich mich trotz unzähliger Weltdokumentation über den Zweiten Weltkrieg nicht aus. Ja, sehr schön, sehr hübsch. Könnte man sicherlich, wenn es nicht gerade ganz am Anfang des Tages wäre, schön Mittagessen oder einen Kaffee trinken, Eis essen. Vielleicht nicht an einem Tag wie heute, es sind jetzt nur 12 Grad. Habe auch hier meine etwas dickere Jacke angezogen. War es schon kühl. Es geht jetzt bis hinter Eger, geht es jetzt entlang der Eger, dem gleichnamigen Fluss. Das heißt, sehr flach, dürfte auch relativ zügig gehen. Das ist gut, weil es ist jetzt schon 8:30 und wie gesagt, habe ja ein fixes Date um 12 mit meinen Eltern. Ich wollte euch fix noch die Strecke für heute zeigen. Mein Ziel ist heute Bayreuth. Das werden irgendwas unter 140 Kilometer und etwas mehr als 1200 Höhenmeter. In Bayreuth habe ich mir ein günstiges Zimmer gebucht. Jetzt vorhin gerade noch. Ja. Ach ja, mein Campingzeug gebe ich heute nachher meinen Eltern weg, mit, so rum. Jede Menge Ballast weg und das zwingt mich dazu, jeden Abend eine feste Unterkunft anzusteuern und dass ich dann halt abends auch nachladen kann, weil das ist so ein entspannter Start in den Tag mit 100%. Man muss nicht erst eine Ladesäule ansteuern. Einfach viel besser, viel besser. Ja, ich mach weiter.
kurze Abbiegung in die falsche Richtung mit Absicht, denn ich wollte hier den Blick auf ein ehemaliges Tagebaugelände haben. Und ja, anhand dieses Sees kann man schon erahnen, was das mal für ein Loch gewesen sein muss. Und hier sieht man halt auch, wie die Eger ziemlich gerade, natürlich hier in einer Kurve geführt wird, aber sieht schon sehr künstlich aus, also das wird hier Tagebau-Folgegelände sein. Ja, 100 Meter zurück und wieder auf Strecke. Verlässt man das Tal der Eger, geht es schon wieder gut bergauf. Was sagt er? 7%. Aber ist nur eine kleine Welle im Höhenprofil. Ich bin wieder on track, habe gerade die Innenstadt von Cheb verlassen und bin an der Burg hier vorbeigefahren. Ihr seht auch noch ein bisschen was von der Burg hinter mir. Die Mauern, ich versuche sie mal noch mehr einzufangen. Naja, sei es drum. Ich habe mit meinen Eltern wie geplant zu Mittag gegessen, 1,5 Stunden. Es ist jetzt 14:45 und ich durfte in dem Restaurant direkt mein E-Bike laden. Ganz geil, direkt neben meinem Tisch. Also musste mir auch keine Sorgen machen, dass das irgendwie ausgeraubt wird. Ich hatte in Eger eigentlich so eine Art Fahrradsafe angesteuert. Ich habe eine Karte gefunden, wo das eingezeichnet war, aber an der Stelle war schlicht gar nichts mehr. Deswegen umso dankbarer, dass ich das in diesem Restaurant erledigen durfte. Jetzt sind es noch 82 Kilometer. Mit einem vollen Akku ist das völlig problemlos eigentlich.
Zumal die Steigungen, klar, der meistgrößte Teil kommt jetzt erst. Aber das ist allemal drin, diese Strecke, die Höhen, das hatte ich beim Saalradweg schon. Außerdem haben mir meine Eltern ja das gesamte Campingzeug abgenommen. Die Isomatte, den Schlafsack, das Zelt, Zeltgestänge. Misty Heringe habe ich noch dabei, auch die Unterlage, aber gut, die fressen jetzt kein Brot. Was habe ich noch gegeben? Ja, die gesamten Futtertaschen habe ich umgeräumt und habe die leeren Taschen mitgegeben. Also ein paar Kilo sind es bestimmt jetzt weniger, sodass der Akku natürlich tendenziell noch ein bisschen länger halten sollte. Zurück in Deutschland. Im zweiten Ort nach Wiedererreichen deutschen Bodens, nämlich in Hohenberg an der Eger, ist hier die gleichnamige Burg. Allerdings, ihr seht, wo ich mein Fahrrad geparkt habe, nur dieser Teil scheint aktuell nicht eingerüstet zu sein. Wenn ihr da mal durch die Baumkronen schaut und, naja, ihr seht da diesen riesigen Kran. Der größte Teil der Burg ist eingerüstet. Und wohl auch nicht so weit zugänglich. Normalerweise müsste die jetzt aufhaben um die Zeit, dass man wenigstens auf den Außenmauern offensichtlich langlaufen kann. Tja, Pech, vielleicht finde ich ja irgendein lizenzfreies Bild, was ich jetzt mal einblenden kann.
zusammen 821 Meter. Jetzt geht's bergab. Ich wusste doch, dass mir der Name des Ortes was sagt. Hier war ich erst vor kurzem. Es ist eiskalt, 8 Grad. Gegen um 7 rum bin ich hier in der Unterkunft in, nein, man kann schon sagen, Nordost-Bayreuth angekommen. Dadurch sind es ein paar Kilometer weniger geworden, weil meine ursprüngliche Planung bis ins Zentrum ging. Da hatte ich mir ein Hotel rausgesucht, allerdings eben noch nicht gebucht. Und da gibt es mittlerweile nur noch überteuerte 3-Bettzimmer. Das ist für mich andererseits räumlich zu viel und preislich dann auch. Deswegen ist es hier halt über Booking.com ein einfaches Zimmer mit Gemeinschaftseinrichtungen geworden. Für die eine Nacht geht es allemal. Es sind, falls ich das jetzt gerade nicht erwähnt hatte, 135 Kilometer geworden und mein Garmin hat 1589 Höhenmeter gemessen. Das sind einige mehr, als was die Planung hergibt. Mal sehen, ob sich der Wert vielleicht noch verändert, wenn das dann hochgeladen ist in Garmin Connect. Was gibt's heute groß zu sagen? Es war kalt. Es war kalt, das war so das, was vom Tag am stärksten hängen geblieben ist. Aber es war natürlich wieder sehr schön landschaftlich. Wir hatten einige sehr hübsche Sehenswürdigkeiten dabei. Immer wieder geniale Ausblicke. Krasse Rampen wieder, auch wenn die natürlich in Summe heute nicht ganz so viel waren. Aber die Steigungen manchmal, es ist wirklich manchmal unglaublich, manchmal fühle ich mich, als müsste ich das Fahrrad gleich aufschultern und irgendwo eine Steilwand hochklettern. Also übertrieben gesagt. Zumindest morgen zieht sich das kalte Wetter noch durch, hin, wie auch immer. Das heißt, ich werde morgen direkt dann mit langen Klamotten starten. Ansonsten ist das einfach, gerade wenn es schnell bergab geht, ist das einfach viel zu kühl. Ja. Stellt euch einfach die ganzen Videoszenen heute vor, völlig sonnenbeschienen, die ganzen Wälder, die ganzen Felder, die Städte und schon ist das ja alles viel attraktiver. Damit Schluss für heute, gute Nacht, bis morgen.